werden natürlich auch die Nationen dann ein bisschen nachrücken. Gell? Die Mädels dann natürlich schön einteilen hier mit den Flaggen. Bah, so eine große Delegation. Grüß Gott, gell, die Herren. Servus, die Madeln. Grüß Gott, die Marketenderinnen. Christian Erlbacher, wenn ihr aufgestellt seid hier im Zelt, dürfen bitte noch eines hören und dann werden wir auch einmal natürlich die Nationen hier recht herzlich begrüßen. Mitklatschen, oder? Wo sind die Hände? Natürlich! Nationen mit den Kindern und vor allem die Kleinen, die hier die Flaggen sozusagen wehen, die kriegen einen Sonderapplaus, oder? Die Kinder einmal Dankeschön, dass ihr da seid. Ich mache es einfach jetzt ganz ohne Protokoll. Wir haben so viele Nationen da, es sind alle herzlich willkommen. Wir begrüßen alle mit dem gleichen Applaus. Herzlich willkommen, Afghanistan! Very warm welcome, herzlich willkommen, Belgien. Herzlich willkommen, very warm welcome, Bosnien, Herzegowina. Very warm welcome to Denmark. Gratulation zur WM Platz 1 in Sachen Fußball. Servus Deutschland. Grüß Gott, Finnland! Ja, nicht nachlassen mit dem Applaus. Good evening, the United Kingdom! Buonasera, Italy! Ah, Kuba! Kuba! Was war? Luxemburg! Ihr könnt es durchapplaudieren, machen wir so. Good evening, the Netherlands! Servus, die Österreicher! Hey! Good evening, the Philippines! Good evening, Polen! Good evening, Russia! Good evening, Sweden! Der Applaus kann jetzt ein bisschen lauter werden. Servus, die Schweizer! Good evening, Slowakei! Good evening, Slovenia! Guten Abend, Spanien! Good evening, Czech Republic! Guten Abend, die Türkei! Und jetzt ein bisschen applaudieren noch für die Ukraine! Guten Abend, Ungarn, and good evening, the United States of America. Und jetzt gehen wir noch einmal die Flaggen alle nach oben. Jawohl, und einen Applaus noch einmal. Willkommen, alle Nationen. Ja, geschätzte Damen und Herren, von Seiten des Tourismusverbandes Saalbach-Hinterglemm möchte ich Sie sehr, sehr herzlich zur diesjährigen World Games of Mountainbiking begrüßen. Schon die 16. Auflage dieses tollen Events. Ich möchte mich an dieser Stelle bedanken bei all denjenigen, die zum Erfolg dieses Events beitragen, speziell unsere Mitarbeiter vom Tourismusverband, die hier sehr, sehr viele Stunden und viel Herzblut investieren. Auch ein herzliches Dankeschön an die Agentur 67, die ganze Rennabwicklung macht, vom Marathon bis über den Downhill bis zu den Großkantenrennen. Ich möchte mich auch bei allen freiwilligen Helfern bedanken, die an dem Wochenende im Einsatz sind. Es sind ca. 250 Personen, die Sie während des Rennens begleiten als Streckenposten hinter den Kulissen, Feuerwehr, Bergrettung, Rotes. Willkommen an alle Freunde des Bikesports, an alle Ehrengäste, alle Einheimischen und ja, alle Gäste des Saalbach-Hinterglemm. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass ich Sie alle begrüßen darf zu den World Games of Mountainbiking, einem wirklichen Event-Highlight mittlerweile in Saalbach-Hinterglemm, der heuer zum 16. Mal über die Bühne geht. Der kann nur zum 16. Mal über die Bühne gehen, weil er eigentlich Erfolg hat und der
Erfolg lässt sich dadurch messen, dass wir heuer 1100 Teilnehmer haben aus, glaube ich, 25 Nationen. Und ja, der Erfolg gibt uns somit recht. Es ist eine beliebte Veranstaltung und macht sie natürlich nur zu dem, was sie ist, weil sie alle hier sind. Vielen Dank fürs Kommen. Ich möchte mich auch recht herzlich bedanken bei allen, die daran beteiligt sind, bei Wolfgang Breitfuß, seinem Team, aber auch bei der Trachten Musikkapelle, die heute den Abend so schön umrahmt, und auch bei den Kindern, die die Fahnen tragen. Herzlichen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen als Athleten alles, alles Gute für Ihre Bewerbe, viel Erfolg, schönes Wetter, werden wir schauen, ob das so hinhaut. Aber natürlich wünsche ich Ihnen, dass Sie Ihre Bewerbe verletzungs- und unfallfrei überstehen und im nächsten Jahr wieder dabei sind bei den 17. World Games auf Mountainbiken. Somit darf ich jetzt ganz offiziell diese 16. World Games auf Mountainbiken in Salzburg-Untergang eröffnen. Vielen Dank. Wir fangen an mit den Kindern. Es war heute die Junior Trophy, eine sehr emotionale Geschichte. Das ist der Jane von Roberts. Für die Musik, wir klatschen mit. Auf geht's! Los geht's! Kurz einmal alle Hände nach oben und weiter klatschen. Ja, schau, wo bist du? Darf ich mich kurz zu dir setzen? Wie war es heute beim Rennen? Kannst du ein bisschen schildern? Alles gut gegangen? Ja. Wirst du vorbereitet für dieses Radrennen? Deutschland gewinnt. Wir applaudieren für den Ben Rey, der hat diese Klasse gewonnen. Wir machen ein ganz kurzes Interview. Lieber Marco Kander, du bist ja schon ein bisschen ein größerer Bursche. Wie war deine Vorbereitung? Was hast du getan für dieses Rennen heute? Ja, ich habe viel trainiert mit Mountainbike und Koppel. Ja.